Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Pokémon Smaragd Edition. Wir drücken Start und wo kommen wir raus? Da, wo ich zuletzt gespeichert habe, weil ich 30.000 Sicherheit Safe States mache und auch hier die SAV-Datei, also die normale Speicherdatei, was eigentlich, die interne Batterie darstellt praktisch, da auch speichere, falls mal irgendwas verloren geht. Kann ja immer mal vorkommen. Und der Filter sieht gerade irgendwie komisch aus, oder? Nee, das ist bloß, weil die anderen so aus dem Fokus sind, wenn man den nicht ausgewählt hat. Das sieht cool aus. Okay, drücken wir F1. Ja, du verstehst, was ich meine. Natürlich. Ich verstehe dich voll und ganz. Das ist für dich. Wikibeere. Ich habe sie total wie eine Frau gesprochen, fällt mir gerade auf. Ich hoffe, du gehst sorgfältig mit ihr um. Warum nehme ich eigentlich mit 30 FPS? Ich bin's Alex. Wer bist du? Wie läuft's bei den Kämpfen? Kleinstein kam ganz groß raus. Aha. Das sind Pirsifbären. Genau. Warum ist die Musik so epic und warum kenne ich die nicht mal? Fuck, ich habe ewig lang nicht mehr so lang gespielt. Wirklich, Smaragd. Das letzte Mal, als ich Smaragd gespielt habe, also lange, war es Ewigkeiten her. Und das letzte Mal, wo ich es gespielt habe, ist vielleicht ein Jahr oder so her. Oder, naja, ein Jahr vielleicht nicht. 1,5 Jahre. Aber da habe ich es nicht bis hierhin gespielt. Also, ja. Ich habe gerade einen Absol gehört, also den Ruf eines Absol. Das sind, wie heißen die? Himibären, okay. Okay, ich versuche mal die Bären zu erraten, bevor ich sie pflücke. Das hier sind Yonago-Bären, oder wie die heißen? Nein, Nana-Bären, okay. Die Kombination ist auch gerade epic. Und das hier, Moment, wie heißen die Teile nochmal? Grana-Bären? Oder so? Ah, Sanana-Bären, okay. Und die Bäre da drüben kenne ich echt nicht. Persimbären vielleicht? Das ist das Einzige, was ich... Nein, Persimbären schauen anders aus. Nirbebäre, okay. Aha, verstehe. Total. Hier könnten wir wieder eine eine Geheimbasis bauen. Derp, ich schau mal kurz, wie die aussieht. Weil die von Note 111, die ist sowieso scheiße. Ja. Wir haben ja neue Sachen. Da-da-da. Platman! Da-da-da-da-da. Und rein da, mal sehen, wie die aussieht. Schön klein und niedlich. Ja, warum nicht? Was haben wir denn? Wir haben zum Beispiel Kissen, dachte ich zumindest. Okay, dann nehmen wir mal den kleinen Tisch hier und stellen ihn hier hin. Ja. Und wir nehmen den Naturtisch, weil der ist schön und groß. Und der kommt... Ha, das blockiert den PC. Oder ich habe eine bessere Idee. Wegnehmen. Kann ich den nicht einfach? Nee, kann ich nicht. Okay. Moment, dann machen wir das so. Blups. Ja. Dankeschön. Mehr haben wir nicht. Ja. Ist total spannend, was ich hier schon wieder mache, ne? Ich mache immer nur Scheiße in meinen... Das wollte ich jetzt gar nicht. Ich mache immer nur Scheiße, wenn ich dran bin. Aber naja. Seid ihr ja gewohnt. Und du kommst da hinten hin. Genau, ins Eck. So eine Art Abstelltisch praktisch. Stuhl! Stuhl! Oh, guck mal, ein kleiner Stuhl! Ein Stuhl aus klein. Sekunde, der kleine Stuhl, den hauen wir dahin. Ja. Dann haben wir einen Pokémon-Stuhl. Der kommt dahin. Und dann haben wir den Campingstuhl aus Bäumen. Ein Stuhl aus Camping. Der kommt dahin, ja. Das sieht jetzt zwar beschissen aus, aber egal. Wir haben keine Pflanzen, blablabla. Wir haben zwei Puppen. Eine Merrill-Puppe. Die kommt auf... Nein. Die kommt hier drauf. Merp. Schade. Okay, dann hat das Laturze wenigstens Gesellschaft. Laturze? Ja. Okay, und sonst haben wir nichts. Na dann. Haben wir eine schöne, gemütliche Geheimbasis, ne? Hallo, Merrill. Okay. Okay, fast wieder 5 Minuten verschwendet für Lynx. Ne? Gut, er wird ganz mit Sicherheit offensichtlicherweise, Dingens gemacht haben, Wieke. Und... Ich muss mich beeilen, ich will Wiebke machen. Zum Teufel, warum hat er Wiebke nicht gemacht? Das verstehe ich gerade nicht. Warum ist er hier? Warum hat er Wiebke nicht gemacht? Vielleicht ist er wirklich weitergegangen im Glauben, er hat... Nein, das kann nicht sein. Oder er war zu dumm oder zu schwach. Eins von beiden. Vielleicht wollte er einfach mal weiter trainieren.
Das finde ich gerade so verdammt komisch. Warum hat er Wiebke noch nicht gemacht? Nerp, derp. Ja, okay, wow, das berührt mich gerade ziemlich. Ja, das ist irgendwie komisch gerade. Okay. Weil dann möchte ich Wiebke machen. Hallo, dann habe ich wieder. Dann kann ich wieder einen Ort machen. Das finde ich cool. Aber zuerst den Ninja da oben. Oder was? Ja, ist ein Ninja. Ich will Technik Pokémon übernehmen und Ninja-Techniken daraus entwickeln. Ninja-Techniken, okay. Ninjas sind cool, aber du nicht, weil du siehst aus wie ein hässlicher. Hässlicher. Nelson. Der Nelson. Wenigstens mal ein ordentlicher Name. Smogon. Pony. Hallo Pony. Jetzt schau mal Risikotecke ein. Oder Williams. Das Morgon dürfte Dead as Shit sein. Oder natürlich auch nicht. Ich meine, klar. Wer würde darauf schon kommen? Rauchwolke, Genauigkeit stinkt. Das ist, warum mache ich es denn nochmal? Egal, gut, es trifft. Immerhin. Und das bedeutet auch gleichzeitig das Level up auf Level 36. Das finde ich sehr schön. So. Als nächstes wird Ninjask eingesetzt. Okay, Käfer, Flug, wir setzen Toasty. Nein, Toasty ist zu überlevelt. Das war jetzt dumm, das wollte ich gar nicht zum Beispiel. Ninjask. Initiative und... Ich weiß nicht. Aber egal, das war Surfer ein. Bringt zwar null, aber hey. Ach, Doppelteam, ich hasse es, wenn sie sowas machen. Und Gardevoir kann keine Schockwelle mehr, ne? Komm. Pony hat eine schlechte Genauigkeit, logischerweise. Temposchub, ja, erhöht ihn seine Initiative. Okay, wir wechseln auf... Wechseln wir auf Funk. Ja. Okay. Dab, 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 da, dab. Weil ich will nur noch den Ninja und dann will ich sofort zurück, weil dann mache ich Wiebke, damit ich ihn Arena-Leiter machen kann. Da, 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 Temposchub erhöht seine Initiative. Derp. Schwertetanz, okay. Erhöht den Angriff, ja. Und irgendwann müsstest du angreifen. Dann hättest du tolle Chancen. In den Jesk ist so ein verdammt verfickt schnelles Pokémon. Ist es nicht sogar das schnellste von allen? Wenn man jetzt mal nicht die Initiativform von Deoxys dazu zählt? Ich glaube schon. Oder so. Ja, jedenfalls ist es verfickt schnell. Wo führt denn das hin? Ah. Okay, hier, meine lieben Freunde, wäre dann irgendwann Registil. Ich habe es früher immer Registil ausgesprochen. Naja, gut, okay, noch ein Wanderer. Gut, den machen wir noch, aber das war's schon. Oder ein Ruinmaniac. Weil er hier neben der Ruine steht. Ja, Ruinmaniac, okay. Die haben aber meistens auch nichts anderes als Boden- oder Gesteins-Pokémon. Boden, Pupanze. Sehr gut, dann... Es regnet, ja, versteckt auch noch Wasserattacken, finde ich super, finde ich sozial. Sofa! Blops. Sehr schön, das ist sehr effektiv irgendwie. Habe ich mal gehört. Gott sei Dank habe ich mich entmutet, ich dachte schon. Sandan! Wir bleiben bei Pongy, weil ganz einfach aus Prinzip. Einfach schon aus Prinzip, genau, das ist schon mal der Grund. Es regnet weiter. Und wisst ihr was, ich glaube, ich werde jetzt mal was trinken. Werde das Autofeuer A einstellen. Und das ohne mich zu muten. Moment, warum ist hier die offene Wasserflasche... die zue, nicht die offene. Ja, ich weiß, dass Pony bereits kämpft, verdammt. Einfach weiter, da kann nichts passieren. Sandama. Okay, ich habe eine offene, aber jetzt habe ich eine neue aufgemacht, warum auch immer. Ich bin gerade auf dem Wassertrip, ich trinke kein Pepsi oder Cola oder whatever, ich trinke nur noch Wasser. So. Wie unprofessionell. So. Der Rupprecht. Der Rupprecht, der ist Geschicht. Okay. Kein Eingang. Ja, das dauert noch ein bisschen. Wir müssen ja erstmal einen Weilord fangen und einen Relikant. Oh Gott. Wo gab es Relikant nochmal? Ich glaube nur im... okay, McNine. Ich habe jetzt aber keinen Bock, das zu fangen. Ich glaube wirklich, Relikant gab es nur in... Tauch im Seegras praktisch, in den Algen unten, wenn man getaucht hat. Und Weilord konnte man sich sogar angeln, so viel ich weiß. Aha, aber naja. Brüller, ja, passt so, gefällt mir so, wirklich. Oh, jetzt ist da der Ninja im Weg, okay. Du bist ein Typ, hier geht's weiter irgendwie mal. Moment, Sekunde.
Weiter geht's. Okay, da gibt's aber nur Geheimbasen, 2 Stück aus irgendeinem Grund. Dab, dab, dam, dab, 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 dab. So. Ach, das ist, ja, die Route kenne ich auch noch, die ist schön. Danke. Oh, ich bin Sasso, der Experte für Camping. Danke, danke. Wie Camping? Ich dachte, du wärst ein Feuerdingens-Typ. Nein, da ist ein Kegleon im Weg. Ich glaube, mein Schwein pfeift, ey. Okay, danke. Okay, danke, danke, danke. Okay, gut. Der wird jetzt nicht hier wirklich weiter trainiert haben. Oh, ich habe McNine-Ruf gehört. Der wird jetzt nicht echt hier weiter trainiert haben, aber Wiebke nicht gemacht haben. Warum denn das? Ja, ich will es gar nicht wissen. Wenn ich Glück habe, brauche ich so lange für den Arena-Kampf, dass ich ihn wieder vor Wiebke rauslassen muss. Gut. War ich auf einem Vulkan oder so? Ach so, Vulkan, natürlich Schlotberg. Den meinte er damit, nicht den Pyroberg. Okay. Dadadam, dadadam. Ich darf wieder die Rätsel machen. Toll, das freut mich. Eigentlich gar nicht, aber naja. Derp, derp. Derp. Ne, so und so. Also, so schwer sind die ja jetzt wirklich gar nicht. Null eigentlich. Also, die sind wirklich nicht schwer. Na, 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 na. Sekunde mal, wie ging das jetzt? Wir müssten jetzt, so. Und so. Dann so. Dann so. Und so. Und dann sind wir auch schon bei Wiebke. Flug-Pokémon. Wenn wir Glück haben, können wir mit Pongy genug Walzerkraft aufbringen. Und dann... Achso, ich lese jetzt gerade nicht. Werde Zeuge der eleganten Choreografie meiner Vogel-Pokémon. Genau. Das habe ich Bauchschmerzen, weil ich getrunken habe. Ich glaub's ja auch nicht, ey. Wablu, niedlich. Okay. Walzer. So, und das können wir uns mal anschauen, wie lange das hält, sage ich jetzt mal. Abge... Warum Abgesang? Warum hat es jetzt Abgesang unbedingt einsetzen müssen? Und natürlich geht die Attacke auch noch daneben, ist klar. Oh, Wablu setzt Walzer ein. Innovativ, was wir hier haben. Gut, da die Attacke daneben ging, musste ich natürlich das Autofeuer aktiviert haben. Das ist toll. Na, Gott. Kott! 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 Kaldeda! Gut. Wablu ist sowieso schon K.O. Unser... Was? Tropius? Ja, auf jeden Fall wechseln. Bitte, danke. Feuertoast! Feuertoast, genau. Der Onkel Toast wird jetzt eingesetzt. Da, da. Was, sie hat 5 Pokémon? What the fuck? Warum hat sie so viel? Ich frag gar nicht erst. Hitzekolle und das Teil dürfte erledigt sein. Wir sind fast 10 Level drüber. Alter. Ja. Sehr gut. Mehr Pflanzen-Pokémon dürfte sie auch gar nicht haben, deswegen braucht man jetzt Toasties Feuerattacken nicht unbedingt für mehr. Sag ich jetzt mal. Panzer-Ero. Na gut. Ja, okay, lassen wir mal Toasty. Der Spezialangriff ist zwar ziemlich stark gesenkt, aber egal. So. Nochmal Hitzekoller wird kaum was bringen. Doppelkick, es ist ja Stahl. Ach so, aber Flug auch noch. Na toll, ja. Das bringt jetzt viel. Toasty, du bist super schlau. Das wissen wir doch alle. Mein Gott, Toasty. Okay, Feuerfeger. Ich fühle die Attacke nicht gut. Ich mag Feuerfeger nicht, wenn ich ehrlich bin. Wirklich nicht. Aber egal. Sie hat, glaube ich, noch einen Schwalbus und einen Altaria, glaube ich, auch noch. Also, okay, Level 39. Toast wird über Pilipa. Ja, das ist doch super. Wozu hat man Elektroattacken genau für solche Fälle, dass ein Pilipa eingesetzt wird? Oder ein Wingull? Weil, wegen Wasserflug und so. Dann macht man Donnerblitz und dann, kann man sagen, hey, schön, dich kennengelernt zu haben. Das war's. Übrigens. Ne? Britze, Britze. Tschüss. So. Das Pilipa ist K.O. Jetzt hat sie wie viel Pokémon noch? Ich weiß nicht. Gut. Aber das ist klar, dass es kein Problem ist, weil wir gehen da völlig überlevelt rein, sag ich jetzt mal. Also, wir sind da völlig überlevelt jetzt reingegangen. Weil der Jay aus irgendeinem Grund weitergegangen ist, aber,
Ich will es gar nicht wissen. Okay, nochmal Donnerblitz. Altaria dürfte jetzt schon der schwerste Brocken sein, eigentlich. Da, Altaria. Ich glaube, der Lore mag Altarias. Drachentanz erhöht. Angriff? Ja, Angriff. Okay. Und Initiative. Okay. Donnerblitz. Und nochmal Drachentanz. Du hast innovative Attacken drauf, Altaria. Wirklich. Muss man schon so sagen. Da-da-da-dam. Britzel. Britzel, Britzel, Britzel. Okay. Einmal noch und dann sollte es das gewesen. Wir könnten noch Psychokinese einsetzen. Aber ich glaube, Psycho gegen Drache ist normal, oder? Also normal effektiv? Oder nicht sogar sehr effektiv? Nein, sehr effektiv ist es nicht. Gegen Drachen ist nur Drachen selbst und Eis effektiv. Hm. Gut, Merlin ist auch Level 37. Wie gesagt, Eisstrahl würde ich ja zu gern Pongy beibringen, aber Pongy hat zu viele VMs. Müssen darauf warten, bis wir einen Moosbuster-Titel sind. Die Anbetracht der Fähigkeit bereiche ich dir diesen Arena-Orden. Welch epischer Kampf. Schwer. Total. Jay hält den Federorden von Wiebke. Okay. Hey, ich habe Marina weiter gemacht. Alle Pokémon bis Level 70. Und die VM fliegen! Sekunde mal, wo kriegen wir Fliegen her? Aeroas. Okay. Sekunde. Bevor wir irgendwas anderes machen, müssen wir Aeroas Schwalbe aufs beibringen. Wozu haben wir da noch Schnabel? Genau, damit wir Schnabel verlernen können für Aeroas. Power Punch, Brüller, Toxin, Kraftreserve, Sonntag, Eilstrahl, Doppelteam. Okay. Ich bin nur mal kurz die TMs durchgegangen. Aeroas auf jeden Fall jemanden beibringen, nämlich Funk. Funk ist ein Vogel-Pokémon. Und Vogel, ich sag schon wieder Vogel. Flug-Pokémon, deswegen hat es auf jeden Fall den Vorrang durch den Step-Vorteil. Okay. Funk erlernt Aeroas. Yay. Oh, wir haben Fliegen. Warum kann das dann keiner von uns? Also, warum kann das Schwalbus nicht? Egal. Ja. Danke. Wo hat er Fliegen her? Ich weiß es echt nicht. Ist Stahl eigentlich gegen irgendwas effektiv? 70, 60. 70, 60. Na ja, gut, Flügelschlag. Fliegen, egal, ne? Dadadam, dadadam. Funk erlernt fliegen! Hey, der Funk, der kann alles, ne? Der kann jetzt flayen, der kann fliegen. Beides gleichzeitig. Super, ne? Dieser Typ. Okay. Okay, wir setzen jetzt außerdem mal Funk an die erste Stelle. Aeroas ist eine schöne Attacke, sie geht niemals daneben. Wirklich, niemals. Und eigentlich ist es auch gut, dass wir Flügelschlag verlernt haben, weil Aeroas hat 60 Stärke und Flügelschlag auch, also naja. Oh, das ist Gott. Hi Jay, ich bin's. Ich wusste, dass du in der Arena von Baumhausen gewinnen würdest. Deine Stärke. Vielleicht bist du wirklich der Trainer, den ich die ganze Zeit suche. Ich bin dein Fan, vergiss das nicht. Ich werde dir zujubeln. Mach weiter so. Und tschüss. Okay, das war ein story-relevanter Anruf, wenn man mal Story sagen muss, darf. Weil, ich sage jetzt mal nicht, dass Scott irgendwie was mit der Hauptstory viel zu tun hat. Er kommt halt vor, mehr nicht. Ja, das Wichtige ist halt, er ist halt der Gründer der Kampfzone, die am Ende vorkommt, die ich euch auf jeden Fall zeigen möchte. Ja. Aber sonst, storymäßig hat er jetzt da nicht viel Mut mit, so wie jetzt Team Aqua oder Team Magma groß am Mut. Also, nee. Oh, da hoffe ich ja so wirklich, dass ich da als erster zu einem bestimmten Punkt komme. Und wenn nicht, dann battle ich den Jay darum, dass ich das Sehen mit ansehen kann, weil ich finde das zu geil. Weil das wollte ich unbedingt kommentieren, diesen Moment. Aber ihr werdet dann schon sehen, was für ein Moment ich meine. Ach ja, wir haben uns natürlich auch geheilt. Natürlich haben wir das. Da. So. Mit dir haben wir gekämpft. Okay. Ja. Wir haben mit denen gekämpft, denke ich mal. Also der Jay wird mit jedem gekämpft haben. War er hier oben? Wir müssen übrigens gleich Schluss machen. Wobei der Jay einmal 30 Minuten gehabt hat. What the fuck? Gut, ich habe 225 Minuten ungefähr, aber trotzdem. What the fuck? 30 Minuten. Hallo, Jay. Das geht nicht. Das kannst du nicht bringen. Ja, da ist wieder das Kecleon im Weg. Oh, jetzt kommt natürlich auch noch ein wilder Kampf. Dab. Okay. Ein wildes Pfiffchen erscheint. Los, Funk. Okay, ich zeige euch mal kurz Aeroas und dann sage ich mal, dass es das war für diese Folge. Aeroas, blepp. Und Pfiffchen ist Geschichte. Gut.
Das war's mit Let's Play Together Pokémon Smaragd. Wir haben Vico geowned und ungefähr 5 Minuten sinnlos in der Geheimbasis rumgegammelt. Habe ich die restlichen 15 Minuten wirklich? Nee, da waren noch zwei Trainer gewonnen. Ach, egal. Das war's, euer Tossi, ciao.